Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Redemption Cemetery, die Insel der Verlorenen. Im Moment sind wir nicht auf einer Insel, sondern sind hier gelandet und ich wollte beim letzten Mal noch was machen, ne? War nicht das hier? Ich glaube schon. So, also, okay, die können wir tauschen. Ja, das ist spitze. Die beiden passen damit schon mal. Das hier kommt da so. Oh, okay. Okay, und dann wird direkt ein Wimmelbild raus. Na siehste, da freuen wir uns doch. Als Lord Edward seine Lehre... Oh, eine Variante. Das hatten wir, glaube ich, noch nie bisher. Es erscheinen Texte und man muss halt eben nur dieses eine Ding suchen, was in dem Text enthalten ist. Ja. Zum ersten Mal, da, sie wird zart wie ein Gänseblümchen. Oh, hey, Gänseblümchen. Sie gab ihm eine Rose als Zeichen ihrer Treue. Oh. Das hilft so ein bisschen in der Geschichte weiter, ne? Um ihr seine Liebe zu zeigen, segelte er in die Ferne und schenkte ihr eine Kette aus Perlen. Oh, das ist rot, das heißt, wir müssen hier wohl noch eine Perle, nee, sogar mehrere Perlen finden. Ja, nee, oh. So, sein Herz gehörte ihr. So ist es. Ach, die beiden. Und nun hatte sie den Schlüssel dazu. Okay. Den Schlüssel dazu. So, ihre Liebe war wie aus einem Bilderbuch. Wir sollen ein Bilderbuch finden. Das hier? Nee. Hä? Wo ist denn hier ein... Ach hier, Bilderbuch. Ah, naja, gut. Sie waren füreinander bestimmt wie zwei Turteltauben. Okay, das hier könnte mit... Was ist das? Da ist nur eine Taube. Ich muss sie vervielfältigen. Okay, eine Taube. Hey, zwei. Okay, witzig. Ja, ihre Liebe war leichter als eine Feder. Oh, jetzt wird es langsam schmalzig. Okay, wo ist eine Feder? Das sind Federn. Was ist das? Ich muss den V aufziehen, damit er seine Federn ausbreitet. Okay, so. Ach, katsching. Muss ich diese Dinge eigentlich auch sammeln? Oh, verdammt, ich muss diese Dinger sammeln. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Okay, so, tralalala. Gut, alles klar. Nee, da ist auch noch eins. Für sie war der Mann, der die Sterne für sie auserkoren hatte. Oh, okay. Kommen wir nochmal zum Thema schmalzig. Da sind auch noch zwei. Oh, und hier ist auch noch... Oh, das hätte ich gar nicht... Ups, das hätte ich noch gar nicht finden dürfen. Okay, mit seinem Schwert beschützte er sie. Jawohl. Ah, hey. Bald schon nahm sie seinen Ring an. Oh, Ring. So, na, komm schon. Und sie gab ihrem rotes Gewand als Dank für seinen Mut und seine Treue. Nur wenn das alles ist, na gut. So, gefunden. Band, hey. Ja, spitze. So, was haben wir denn? Eine Fackel, Schatullenmarke. Hier, guck mal, da kommt die Schatullenmarke rein. Und wir bekommen ein Wappenjuwel. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Nee, das war nur das Buch. Ja, das ist nur ihr Tagebuch. Okay, gut. Ja, gehen wir mal raus. Und, nee, hier noch nicht. Da, guck mal, da kommt das Wappenjuwel rein. Dann bekommen wir schon mal ein Schwert. Das ist super. So. Danke sehr. Sehr freundlich. Und, nee, hier ging es in den Gang, ne? Ja, da geht's in den Gang. Okay, so. Er war doch hier unbewaffnet, aber, nee, da kommt was anderes hinein. Was ist hier? Achso, dafür brauche ich ein Messer. Geht auch ein Schwert? Nee. Die Insel bringt mich noch zur Verzweiflung. Pff, nein, nicht so schnell aufgeben. Das kriegen wir schon hin. Das nehmen wir mal. Warte mal, nehmen wir das? Nee, nehmen wir nicht. Okay, ich glaube, wir sind beim letzten Mal noch nicht weitergegangen, ne? Nein. Was auch gut ist, weil hier nämlich das Schwert fehlt. Ah! Zu Hilfe! Stell das Bild wieder her, indem du die Einzelteile vertauscht. Na klar. Oh nein, oh nein, oh Hilfe! Das ist so ein Rätsel. Okay, ja, ist gut, ist toll. Ja, kriegen wir hin. Nein, wir kriegen es hin. Nein, mach dir keine Gedanken. Alles gut, wir kriegen es hin. Ja, jetzt gib Ruhe, wir kriegen es hin. Vielleicht. Holt schon mal das Popcorn raus, denn so einfach wird es nicht. Okay,
Das hier sieht auch noch ein bisschen blau aus. Das ist auch noch blau, aber das scheint mir nicht. Es braucht vielleicht ein bisschen hin und her. Nein. Okay, teste ich es doch mit dem. So? Nein, auch verkehrt. Alter. Okay, wir brauchen ein Bild, wo auf der einen Seite halt eben der Baum ist. Das geht in Rot über. Und dann hier noch ein Stück von ihrem Dings, Kopf. Der blaue Baum. Nee, das ist zu weit. Das hier ist... Ja, nee. Nein. Das scheint irgendwie kein so richtig zu passen. Oder kommt mir das so vor? Das hier vielleicht? Ja, ach guck, das ist es. Na, siehste. So. Dann machen wir mal weiter. Hier ist sein Antlitz. Ach, guck mal, das hier passt auch schon. Das ist ja super. Okay. Vielleicht können wir hier auch schon mal rangehen. Das hier könnte das sein, ne? So. Ja, super. Das hier passt auch, aber das müssen wir nochmal kaputt machen, denn dies hier stimmt noch nicht. Ja, guck mal, da ist sein Gedingse und... Warte. So, ja, jetzt. Oh, ja, komm, du kriegst es hin. Super. Und das ist sie. Das ist spitze. So, jetzt, was könnte denn hier reingehören? Das hier. So, ja, ich schiebe das dann gleich wieder hin. Ja, super, passt. Okay. So, das hier, kann das sein? Nee, das kann nicht sein. Ach, hier, der schmale Hals. Jawohl, das ist es. Okay, super. Gut, dann haben wir hier noch den Baum und den Baum und sie vor allen Dingen. Nee, das gehört eher zu ihm, ne? Ja, so. Aber wir müssen erstmal zusehen, das hier fertig zu bekommen. Sonst müssen wir das immer wieder hin und her tauschen. Nö. Da muss doch noch was von dem... Ist das denn sein Hals hier? Das ist sein Hals. Ach, okay. So, und hier kommt jetzt das da hinein. Genau, das so. Ja. Das sind seine Hände. Okay. Die beiden müssen auch die Plätze tauschen. So. Aha. Siehst du. Oh, ist ja süß. Die beiden. Oh, hi. Moin. Please, leave me to my prayers. Klar. Mach doch. Ach so. So, you come bearing a gift from the fair Liana. So ist es. Thank you, my friend. This will give me courage. But be quick and go now, for the tournament participants must spend the night alone. I want an honest competition. Ja, ich sag's dir nur sehr ungern, aber dein Gegner hält gar nichts davon. It seems my foe has disappeared. But that's his problem. I'll follow the rules. Here. Please give this to Liana for me. Tell her to wait for my victory. Ey, ich bin doch keine Postbote hier. Min. Okay, gut. Gefunden, Anhänger. Wenn es dir nichts ausmacht, wir schauen uns trotzdem mal um. So, was haben wir denn da? Oh, gefunden, Kristallsplitter. Okay. Was ist das hier? Ein Geheimfach, aber zwei Knöpfe fehlen. Na gut, okay, meinetwegen. Was haben wir da? Oh, guck mal, gefunden. Steinblatt. Ja. Ich brauche eine Fackel. Die haben wir ja mitgenommen. So. Der Earl ist also unterwegs. Was hat er vor? Ja, was hat er vor? Diesen Spielzeughammer jedenfalls sucht er nicht. So, abgeschlossen. Natürlich kein Schlüssel in der Nähe. Ja, selbstverständlich nicht. Aber was kann denn da für ein Schlüssel reinkommen? Was nehmen wir denn mal für einen Schlüssel? Weiß der Kuckuck. Naja, gut. Das war diese Truhe, ne? Ja, das war die. Okay, so. Er möchte in Ruhe beten. Klar. Kannst du kriegen. Was ist hier? Ne, das ist nur die Truhe.
Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, hallo, konspiratives Treffen. You can count on me, my lord. I'll proceed with caution, lest that measly Edward and her majesty get wind of your plans. Your wish is my command, sir. He won't survive the night. Er wird die Nacht nicht überleben. Die haben über Edward gesprochen, da bin ich ganz sicher. Ich muss Lyanna warnen. Er ist in ernster Gefahr. Ja, aber das hat sicherlich Zeit, bis wir dieses Steinblatt hier eingesetzt haben. So. Und da bekommen wir schon mal eine kleine Flasche. Na, immerhin. Die Spielzeugschmiede könnten vielleicht etwas Metall bearbeiten. Ja, so. Geht das auch mit Splittern? Nee, geht es nicht. Die Wache singt. Nee, die auch nicht. Okay. Okay, so. Uschi, hör mal, folgendes. Ach so, ja, Anhänger. Yes, thank you. This proves Edward's honesty. For he would not leave the tower, even to bring this to me. So unlike the Earl. Ja. Aber du solltest etwas wissen. Hä? Warum sagt es? Warum sagen wir es ihr denn nicht? Wir waren jetzt wirklich nur der Bote? Man schickt sich Dinge hin und her? Also einfach so? Okay. Ja, scheint nichts weiter zu gehen, ne? Hier kommen wir noch nicht ran. Da fehlt uns ja noch das Töpfelchen. So, zurück kommen wir auch nicht. Das heißt, wir können nur in diese Richtung weitergehen, wenn ich das richtig sehe. Oder ist hier etwas, was Abraxas für uns erledigen kann? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Nun denn. Wir brauchen noch ein Messer. Und hier, was denn bloß für Metall? Diese Spielzeugschmiede könnte vielleicht Metall für uns bearbeiten. Ja. Aber was denn? So, hier geht's irgendwo hin. Sag mal, kann Abraxas das? Nee, das ist nichts für Abraxas. War ja klar. Okay. Okay, ja. Ja, das Schloss ist gefährlich. Ja. Okay, alles klar. Schon gut. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, ja. Oh, I am not well. Was it something in my drink? The Earl's servant. Who's there? Is that you, my friend? I cannot see. Wir brauchen ein Gegengift. Oh je. Und zwar schnell, genau. Ja, nur keine Hektik. So, aber was machen wir denn jetzt? Hier fehlen uns die beiden Knöpfe. Ja, schon gut. Irgendwas, was in höherer Höhe liegt. So für Praxis, weißt du? Hier fehlt uns der Schlüssel. Ich probiere es nochmal. Ich meine, ich weiß, es ist total sinnlos, weil eine Wiederholung ändert das Ergebnis nicht. Aber nun, da sind auch so Knochen dran. Was ist denn das? Hier können wir nichts weiter machen. Ja, was machen wir denn als nächstes? Kommen wir da raus? Nee. Wir haben irgendwie alle Schauplätze jetzt abgearbeitet, ne? Also, wie sind sie abgelaufen? Was kann denn noch jetzt noch übrig bleiben? Irgendwas für Abraxas, irgendwas. Hier ist auch nichts weiter. Da ist nur die Sache mit dem Schloss. Das passt natürlich nicht. Ja. What's this? Poison, you say? The Earl's servant? But I must have proof. Here. Take this and use it to get into the Earl's kitchen. Look there for evidence of the poisoning. I'm afraid for Edward. Okay, also dafür, dass du gerade erfahren hast, dass dein Liebster vergiftet worden ist, reagierst du ziemlich cool. Ja, vielen Dank. Okay, so. Das Kesselemblem Hälfte. Was? Kesselemblem Hälfte? Aber wir brauchen ein ganzes Kesselemblem. Nee. Okay, er ist vergiftet worden. Hier ist Eile angesagt, denke ich mal.
Kennst du nicht? Hm. Und da gibt sie mir nur die Hälfte. Sag bloß, wir müssen jetzt wieder zu ihm zurückkehren, weil, ne? Er hat die andere Hälfte oder so. Hm. Obwohl, warte mal. Nee, das muss erst mit was anderem kombiniert werden. Ja, und nicht mit dem Familienamulett. Da, guck mal, da ist die Kesselhälfte. Ich hab's übersehen. Na sowas. Tadam, gefunden, Kesselemblem. Hey. Müssen wir die erst noch, das noch platt hauen lassen? Nö, ich bin verloren wie die Seelen hier. Ach, nur mal nicht so dramatisch. Geht schon. Da, ja, ey, wow. Oh, da ist er ja. Na du kleiner Wicht. Pardon me, why, I'm just a humble servant. I wouldn't even know where to get poison. Hä? Was? All I do here is deliver the contestants their wine. Who is asking anyway? Ich bin der Horst. Das geht dich gar nichts an. So, ich bin hier Inspektor. Ich brauche eine kleine Ermutigung. Wo ist ich dies? Ach so, ja, natürlich. Well, in that case, it's like I said. I'm just a servant. In other words, I do as I say. Even if that means putting a little something in the wine. See here, I do what I'm told. Mhm, meine Güte. Was ist das? Heute ist die Nacht der Nächte. Vergifte seinen Wein. Dann ist mir der Sieg sicher, weil er zu schwach für das Turnier ist. Und danach soll er sterben. Aber nicht so schnell. Vergiss das nicht. Es soll keinerlei Verdacht aufkommen, dass wir etwas mit seinem Tod zu tun haben. Tust du, was ich dir sage, werde ich dir deine Loyalität niemals vergessen. Das schwöre ich, so wahr ich der Earl bin. Ja, okay. Harte Zeiten. Harte Zeiten. Uah, was ist das denn? Auf dem Boden des Kessels ist etwas. Ich brauche ein Sieb. Ja, sicher. Okay. Oh, ich brauche ein Rezept für das Gegengift. Okay, hopp. Wir können das wohl noch nicht ablegen. Nö. Na schön. Was haben wir hier? Ah, gefunden. Messer. Hier haben wir ein Sieb. Ausgezeichnet. Die Schubladen können wir aber nicht öffnen. Okay, so, was haben wir denn da drin? Das sieht extrem lecker aus. Gefunden, Bärenzahn. Hm. Irgendwas Nettes für Abraxas hier? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann gehe ich erst nochmal in diesen Gang hier um. Tada, gefunden, Efeublatt. Wofür wir das wohl alles brauchen? Ich weiß es nicht. So, also, Uschi. Da. I can't believe it. I've never favored the Earl, but to resort to such trickery, I wonder what other secrets that man keeps. Mhm. Du wirst es kaum für möglich halten. Please, I must impose on you for another favor. I've something in my room that could help us save Edward. It will give you access to the Earl's room, where there must be an antidote. Hm. Okay. Ja, wir kommen hier wieder ran. Oh, und diesmal auch mit einem normalen Wimmelbild. Okay, so, wir nehmen erstmal die roten Sachen, weil die halt eben noch eine Aktion erfordern. Und da, die da sind. Bogen, Morgenstern, Stoßdegen und Streitkolben. So, hier ist, ich brauche eine Kette. Und da, ich brauche die, weiß ich nicht. Also gut, eine Kette. Da sind die, was? Oh, ach so, damit hat er den Morgenstern hergestellt. Okay. Boah, gut, kann man so machen. So, ich brauche eine Kette. Wo ist denn mal eine Kette? Das da? Zählt das als... Nein. Aber warte mal, da sollten wir einen Bogen mit herstellen. Also müssen wir wahrscheinlich... Da? Nee, auch nicht. Wo ist denn hier mal etwas, das nach einem Bogen aussieht? Da ist ein Bogen. Ah, siehst du. Gut, alles klar. Und hier sehe ich auch die Kette. Super. Aber da fehlt noch was dran. Für ein... Oh, ein Stoßdegen. Das hier ist ein Morgen... Das war eben ein Streitkolben. Alter. Und das ist ein Morgenstern. Natürlich. Morgenstern ist der mit der Kette dran. Streitkolben. Im Grunde dasselbe Prinzip. Nur, dass dieses Ding hier fest auf dem Schaft befestigt ist. So, da ist der Griff und dann haben wir einen,
Ja, sehr gut, ein Stoßdegen. Wunderbar. So, was brauchen wir noch? Hellebarde, Messer, Schlagring, Säbel, Sichel. Hellebarde. Messer, Schlag, Sichel ist hier oben. Säbel und Säbel haben wir hier. Schlagring, ja wunderbar. Und noch ein Messer da unten. Dann brauchen wir noch einen Speer, einen Hammer und eine Axt. Axt, zählt das als Axt? Ja, ein Hammer. Oh, hier, Mjölnir. Und was? Ein Speer. Einen Speer. Das da, zählt das als Speer? Nee, das ist nur der Griff für den Fächer. Okay, Speer, Speer, Speer. Da ist ein Speer. Speer. So, hey, gefunden. Sichel. Okay. So, was haben wir denn jetzt von dir? Was, die Sichel? Ach so, ja, natürlich die Sichel. Ja, hör mal, hier. Da ist. Deswegen ist der Raum auch so gut gesichert, weil das der Raum vom Earl ist. Siehste? Ja. So. Wir sind drin. Mal sehen, was es hier zu finden gibt. Was bist du denn? Das ist der Bär real? Hi. Hey, Bär. Der Bär will seinen Zahn zurück. Den haben wir zufällig dabei. Okay, gefunden. Rezeptschnipsel. Na, siehste. So, was haben wir hier sonst noch? Da sind... die Geheimfachknöpfe. Ja, super. Sieht aus wie ein Rattenschell. Ein Schloss für ein Tagebuch. Okay. Und hier haben wir noch ein Gedönse. Scheint ein Rezept zu sein, aber es fehlt eine Hälfte. Naja, nur ein Stück. So, das können wir zusammensetzen. Und offenbar rasten die Teile ein, die am richtigen Ort liegen. Okay. Das heißt, wenn ich die vertausche, genau, dann ist das hier eingerastet. Super. So, hier haben wir so einen Kolben. Alles klar. Haben wir noch ein Stück von einem Kolben? Das hier kommt doch bestimmt da unten hin. Jawohl. Wo ist denn noch ein Stück von einem Kolben? Hier, mit hier oben? Nee. Mit hier oben Kolben? Da ist was Kolben. Das hier? Ah ja, das war's. Okay, super. Gut. Hier ist was zum... Mörsern. Tschalala. Das sieht doch aus, als käme es hier an die Seite. Genau. So, und die beiden vertauschen, dann passt das auch schon mal. Hier gehört auch so ein Seitenteil hin. Das sieht man daran. Ja, das ist spitze. Die beiden vertauscht. Das hier ist noch nicht richtig. Da kommt das dahin. So, und jetzt die Blüte. Oh, das war's schon. Okay. Ja, cool. Haben wir das dann alles? Wir haben das Efeublatt, wir haben die weiße Blüte, das haben wir, uns fehlt noch eine Schnecke. Eine Schnecke. Okay, gut. Werden wir schon bekommen. Mal sehen, ist hier noch irgendwas? Nee. Wir gehen jetzt erstmal zurück in nach da hinten, weil hier in dem Geheimfach wird hier sicherlich noch irgendwas sein. Da haben wir die... Ach, Muschel, nicht Schnecke. Okay, ja gut. Bin gleich wieder da. Keine Sorge. Bleib da schön stehen. Kannst du super. So, dann ab in die Küche. Und her mit dem Rezept. Okay, das hat er jetzt da so hingelegt. Efeublatt, die Muschel. Wahrscheinlich werden wir die Flasche auch brauchen. Zum Schluss das und das. So. Also, das Blatt klein schnipseln und ab in die Flasche. Genau dasselbe mit der Blüte. Blatt klein schnipseln. Ab in die Flasche. Dasselbe mit der Blüte. Zack, zack, zack. So, was sollten wir noch machen? Die anderen beiden Sachen mörsern und in die Flasche. Gut, mörser, mörser, mörser. Jupp. Und dasselbe mit der Muschel. So. Und hey, gefunden, Gegengift. Das bringen wir ja am besten gleich. So, Kumpel, trink das. Thank the heavens you've come to my aid. I feel I can fight now. Methinks that was the Earl's doing. Please let Lyanna know my rival suitor's true colors. Was? Ach so, ja. Hör mal, das weiß ich schon. Dummerchen. Okay,
gefunden? Gold. Hä? Was soll ich denn mit Gold? Was sollen wir denn mit Gold? Nee, da geht nix. Ach so, hier, guck mal. Das können die zermatschen. Ja, mal gucken, was kommt dabei raus. Das macht ihr super. Und das nenne ich hohe Handwerkskunst. Einen Schatullenschlüssel. Hey. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Aha. Und da haben wir den Rattenschädel. Ist aber sehr unvorsichtig von dem Earl, dass er das hier so herumliegen lässt. Zack. Mein Plan geht auf. Schon bald werde ich die arme Prinzessin Liana heiraten. Und dann wird ihr Vater, der König, einen unerwarteten tödlichen Unfall haben. Und Liana? Entweder sie fügt sich in ihr Schicksal oder sie wird leiden. Dieses Königreich wird bald mein sein. Freut euch auf euren neuen Herrscheruntertanen. Was für ein Sack. Oh, hallo. Na? You really shouldn't be here. This is going to be bad for you. It's going to be bad for all of us. Vermutlich, aber schlechter kann es nicht mehr werden. My lord won't stand for your interference. He'll marry this princess and rule the land. Then he'll reward his faithful servant. That's how it works. As for you. Ach, weißt du. I'm quite good with poisons and tinctures and the like. Some of them kill, but some of them, like this one here, just make you go nighty-night. Soon my lord will take care of Edward. He'll marry the princess, and then we'll figure out what to do with you. Mhm. Glaubst du? Oh. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Unser Charakter, wer auch immer das ist, hat tatsächlich das getrunken? Einfach so? Ernsthaft? Wie wär's mit, weiß nicht, umdrehen? Rausrennen, Tür zu? Einfachste Variante? Okay, gefunden. Lappen. So ein Lappen wie unser Charakter hier. Okay, gefunden. Hacke. Das ist spitze. Okay, was hast du denn da? Auf dem Deckel der Holzkiste fehlt etwas. Na. Ist es das Buch? Nö. Oh, ach guck mal, gefunden. Kaputter Besen. Na, siehste. Können wir das reparieren? Nee, das gehört wohl nicht zusammen. Okay, was haben wir denn hier noch? Hallo? Na? Was hängst du hier so rum? Ein Medaillon. Leider lässt es sich nicht öffnen. Hm. Da, gefunden. Stoffstreifen. Okay, können wir damit den Besen reparieren? Ja, gefunden. Besen. Na, guck. Wenigstens ein Auge haben sie ihm gelassen. Okay, ja, toll. Ganz große Klasse. Was sehen wir hier? Drei Schlüssel werden benötigt. Na, guck. Okay. Vielleicht können wir das irgendwie umgehen. Okay, mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Ah, dafür hatten wir den Besen. Zack, 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 zack. Da wird gewimmelt. Schaffen wir das noch? Ja, komm. Schlüssel mal 12. Schlüssel, Was? Was sind das? Oh, Schlüssel. Schlüssel. Da-dam, da-dam, da-dam. Noch mehr Schlüssel. Oh, was? Ein Vampirschlüssel ohne Beißerchen. Waren die das hier? Nee. Hä? Okay. Schlüssel mit Sonne und Mond. Was? Da ist der Mond. Und da sind die Beißerchen. Ach du liebe Zeit. Okay, noch ein Schlüssel. Oh, einer fehlt noch. Okay. Da. Siehste. Schlüssel. Gefunden. Schlüsselbund. Ah, ja. Okay. So. Schlüsselbund. Ach nee. Und das muss hier rein. Das ist aber ein Candy. Okay. Der war wohl richtig. Das hier ist einer mit so einem Gedingelse. Das könnte der da sein. Mhm. Und der hier hat so einen Ausschlag und dann zwei. Das muss wohl dieser hier sein. Cool. Hallo, nenn mich Meisterschlossknacker. Ha! So. Okay. Da fehlt etwas, genau. Du schon wieder. Still meddling, are we? See if you can get out. Ja. Na gut,
Wir brechen hier aus. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen genauer umsehen, aber wir werden hier ausbrechen, ganz sicher. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Für den Augenblick vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.